Hallo Leute und willkommen zurück zu Sniper Elite 4. Ihr fragt euch, wieso spiele ich dieses Spiel wieder? Ich habe mir ein DLC geholt. Einmal könnt ihr raten, wie es heißt. Es heißt Target Führer. Ja. Das ist das Kill Hitler DLC. Ui, jetzt habe ich es gesagt. Ja. Wie es halt jetzt gesagt wird, wir sollen Hitler töten. Und wir gehen einfach hier auf Mission wählen und dann hier auf DLC, dann ist hier der Diktator. Die Nazis planen, die Versorgungslinien der Alliierten mit ihrem U-Boot abzuschneiden. Dank eines Informanten der Alliierten wissen wir, dass sich die neue Basis auf der Insel Sandari befinden wird, nördlich von Kreta. Du wurdest nach Sandari entsandt, um den Befehlshaber Admiral zu töten und somit die Kommando- und Kontrollstruktur der Basis lahmzulegen. Aber nicht alles ist, wie es scheint. Ich dachte, wir sollen jetzt hier Hitler töten und nicht irgendein Admiral. Naja, gucken wir einfach mal. Ja, normal, ganz wie standardmäßig, einfach rein da. Ich hab keinen Bock hier zu reden. Wir wollen rein da, wir wollen Hitler töten. Ein neuer Auftrag, ein neues Ziel. Sandari, eine Insel nördlich von Kreta. Nichts als Felsen und Seevögel, dachten wir zumindest. Die Nazis wollen mit ihren U-Booten unsere Versorgungslinien im Mittelmeer unterbrechen. Dafür brauchen sie eine Basis. Unser Informant in der deutschen Marine sagt, die neue Basis entsteht auf Sandari. Der britische Geheimdienst will sie neutralisiert wissen. Das bedeutet, ich muss Admiral Hermann Richter ausschalten, den Kommandanten der Basis. Weitere Schäden, die ich unterwegs anrichte, werden gern gesehen. Zum Glück hat mir unser Informant was Nützliches in einer Seefestung hinterlassen. Werde ich vermutlich brauchen. Was als nächstes passiert, könnte den Kriegsverlauf auf den Kopf stellen. Okay. Also wissen wir noch nicht, dass hier Hitler ist. Okay. Dann töten wir erstmal Hermann Richter. Muss Richter finden und mich um ihn kümmern. Muss Richter finden. Richter, wo bist du? Die gottverdammte Basis ist besser gesichert als Hitlers Bunker. Ja, weil ja Hitler hier ist. Okay, hab ich Schalldämpfer drauf? Ich weiß es nicht. Wir schießen einfach direkt los. Ja, da gibt's nicht viel zu reden, einfach schießen. Die Nazis. Okay, reicht auch wieder. Die haben meine Schüsse gehört. Ja, nice. Ich hab keine Schalldämpfer-Munition, okay. Ja, ich sehe ja Unterscheiben-Munition. Wer sieht mich? Da ist ein Sniper. Ja, Bruder, ich kann... Weil dieses ekelhafte Teil da oben ist. So, jetzt. Hitler ist auf der Insel. Oh, jetzt haben wir bemerkt, dass Hitler auf der Insel ist. Ermorde den Führer. Long live the Forest Reich. Oh Gott. Geh weg mal. Suche nach Vorräten. Ja, aber chill. Junge, ich kann nicht treffen. Bin zu schlecht dafür. Ich soll ja Hitler ausschalten, nicht die. Ja, spring dich selbst. Dann muss er unbedingt eine Granate werfen. So, ich sitze hier mal Schicht im Schacht. Hier ist noch einer. Aufnehmen. Okay, was hat mir das jetzt geholfen? Wie kann ich mein Medibag hier benutzen? F war es, glaube ich. Genau. Ey, ich noch nicht schießen. Du sollst noch nicht schießen. Du kleiner Bastard. Nein, ich will auch seine Leiche nicht mitnehmen. Naja, passiert halt nur. Okay. Okay. Da ist so ein General. Oder nee, ich glaube, das ist ein Admiral. So, und hier ist noch so ein Fragezeichen. Was muss ich denn hier suchen? Suche nach Vorräten, okay. Sind die vielleicht oben? Hallo?
Nee, das sieht nicht so aus. Ich glaube, die sind hier unten. Unser Informant sollte ein paar Vorräte da gelassen haben. Das hoffe ich mal. If you found the Vorräte. Wer schießt denn hier noch? Sind die eigentlich komplett auf den Kopf gefallen? Hier. Der Informant hat nicht so viel versprochen. Da sind die Vorräte. Okay, was müssen wir denn noch machen? Uiuiui. Ermorde den Führer, wie das da jetzt auch steht. Laut Durchsage des Hitler auf der Insel könnte die Gelegenheit sein, allem ein Ende zu setzen. Aber Hitler wird wahrscheinlich ziemlich hart bewacht. Ich habe Historik studiert. Sehr viele Mr. Wissen to go Videos. Na klar, die haben mich. Ich habe einmal durchgelaufen und direkt. Also sieht mich jeder. Aber wo ist Hitler? Oh Gott, oh Gott. Chill mal. Wo war jetzt der Typ, der mich angeschossen hat? Und vielleicht? Nee. Was? Ich hab ja nie. Ich liebe dieses Spiel immer noch. Ich hab nicht mal was gesehen. Geil. Also ich will erstmal hier raus. Das ist ja schrecklich. Oh ja, ich soll Hitler töten, ich weiß. Gott, lass mich erstmal hier raus. Okay. Mal die Lage checken. Check, check. Checker Tobi. Das war der schlecht. Kommen wir denn hier rein? Okay. Es gibt immer einen Weg rein oder raus. Oh Gott, oh Gott. Und ein Scharfschütze sieht mich. Da oben. Das habe ich ihn gesehen. So, weiter. Karl, schnell. Du musst den Führer töten. Okay, der war ja übelst lost. Sei einfach still, Buddy. Wie kommen wir hier rein? Wir müssen außen lang. Ist hier irgendwie hoch oder so? Hier ist irgendwo ein Eingang. Hier ist das Geschütz. Ach. Hä? Ach egal, das ist scheiße, das Geschütz. Es geht ja jetzt in die Luft. Ja, will es auch mal explodieren? Ah, danke. So, irgendwo ist hier doch ein Eingang, oder? Nee, hier nicht. Mir auf der Karte aber angezeigt. Vielleicht noch weiter hoch hier. Dann sieht das vielleicht besser aus. Ach, komm, Karl. Los geht's. Oder nee, unter mir wahrscheinlich, oder? Ja, hier, guck mal, hier runter geht's. Hier kommen wir rein. Zum Führer. Wohin die wohl führen? Na, zum Führer. Ui. Schon wieder ein Deutscher. Schlimm. Schlimm. Sehr. Okay, sie suchen nach mir. Sie wussten, okay, hier kommt irgend so ein Typ. Oh, ermorde den Führer. Wie das da oben jetzt steht. Wo komme ich denn hier rauf? Ah, okay. Er geht schon hier rauf. Oh, hier richtig Parkour. Dingens, wie heißt das? Indiana Jones. Hallo. Wollte gerade Jurassic World sagen. Macht ja aber keinen Sinn. Hoppala. Und hoppala. Und, hä? Bin ich ja den ganzen Weg. Ach nee, ich muss hier hoch. Und jetzt? Hä? Wo muss ich jetzt hin? Nee. Hier hoch doch nicht. Da, guck mal.
Wie komme ich da hoch? Soll ich jetzt hier raufkommen? Unmöglich. Bin ich irgendwie blind oder so, Gott? Was ist hier? So, das ist... Bin ich blöd? Das ist ein Rucksack. Hallo? Ganz ruhig gerade. Springen. Ja, aber wie komme ich denn da jetzt rauf? Als ob das extra so gesagt werden muss. Achtung, der Führer ist unterwegs. Kann ja auch... Das ist nicht dein Ernst. Bruder, Karl, bist du eigentlich zu unfähig? Meine Fresse, ich werde gleich richtig wütend. Karl, bitte. Ach so. Da geht's ja wieder hoch. Meine Güte. So. Okay. Muss ich irgendwie rauf, oder? Hallo, kletter doch bitte, danke. Jumping. Jumping. So, aber jetzt, wie komme ich denn da jetzt rauf? Oder muss ich da runter? Du sollst springen, bist du eigentlich komplett unfähig? Ja, danke. So, und jetzt hier runter? Ich finde nur Rucksäcke. Da muss doch irgendwas Krasses sein oder so. Ich dann da reinkomme. Warte mal, warte mal. Hier, hier. Ja, guck mal. Jawohl, ich hab's gefunden. Jetzt hier rüber. Alter, bin ich ein Genie. Lol. Wie cool. Erballer. Okay, ich bin drinne. Wo kann nur der Führer sein? Ich muss mich wohl fallen lassen. Nein, warte mal, lass ne. Ach egal, das schafft schon Karl. Achtung! Die Feierlichkeiten werden demnächst beginnen. Der Führer wird in Kürze anwesend sein. Eieiei. Können wir irgendwas modifizieren? Interagieren. Ich habe gerade irgendwas kaputt gemacht. Ah! Irgendwelche... Luftventile. Sicherheitsschaltung. Wo ist Hitler? Ich bin 228 Meter von Hitler entfernt. Na, geh doch mal runter hier. Oh, wird dir gerade angezeigt. Da hinten ist er. Nein, ist Hitler. Hitler. Nein, warte mal. Brauch einen besseren Winkel. Okay, von hier aus sehe ich nichts. Kann ich irgendwie Fallschirm hier benutzen? Okay, wahrscheinlich geht das nicht. Beweg dich, Karl. So, runter. Kaum Zeit hier. Eine Zeit zu schenken. Nee. Hallo. Wieso heilt er sich? Achso, ich bin gewöhnt an Far Cry, deswegen habe ich gerade F gedrückt. Wie mache ich den Nahkampf nochmal? Oder Takedown? Ach, das ist, das ist ja jetzt scheiße. Ah, eh, okay, es war eh. Gott, jetzt weiß ich es ja jetzt wieder. Gott, jetzt kann ich mich aber heilen erstmal. Okay. Schuss. Läuft halt ganz normal hier rum. Es wäre ein ganz normaler Tag. Wird das Mr. Wissen to Go dann auch sagen, wie er gestorben ist hier, dass Karl ihn getötet hat? Boah, bitte bring ihn doch um. Wie haben das jetzt die anderen gesehen oder gehört? Ich hatte Schalldämpfer. E, bitte drück E. Dankeschön. Ja, schnell Punch weg und weiter. Gut, da hinten ist er. Merken.
Wenn wir hier rauf. Ne? Da drüben. Er hält jetzt eine Ansch. Nee, warte mal. Das ist er nicht. Das ist irgend so ein. So ein General. Aber das ist nicht Hitler. Wo ist Hitler? Der wird mir auch nicht angezeigt. Okay. Wo könnte Hitler sein? Ich habe den irgendwo bei so Raketen gesehen. Ich bin 30 Meter von ihm entfernt. Kommt er jetzt hier bei diesem Stadion? Stadion vor allem. Der Führer. Genau. Da! Da ist Hitler. Oh. Hitler. Oh nein, ich darf nicht gesehen werden. Junge, ich stehe genau vor dieser Präsentation, die jetzt Hitler hält. ETF. Ich muss mal so ein Trinkspiel machen, wie oft ich das Wort Hitler sage. Da ist er. Eieiei. Mit der Friese und dem Schnurrbart. Und wir machen jetzt einen richtig geilen Attentatsversuch. Schießen ihn schön den Kopf weg, während er eine Präsentation hält. Das Deutsche arbeiten! Okay. Er labert noch und labert noch. Jetzt geht er. Es ist Zeit, ihn wegzusnipen. Töte den Diktator. Für Hitler. Oh, verdammt nochmal. Kann ich noch eine Granate werfen oder so? Nichts wie weg. Okay, hier ist jetzt ziemlich viel Krawall. Oh, verdammt, Hitler ist tot. Scheiße. Alles läuft jetzt im Bach. Schnell hier noch die Kacke zerstören. Zerstöre die Basis und exfliehe. Da, fliehe. Fliehe von der Insel. Gut. Wir haben zwar Hitler gekillt, aber es sind hunderte Nazis hier drinne. Sniper auch noch da, ja geil. Renn einfach. Okay, wir können hier einfach rennen. Alarm, Alarm. Hitler ist tot. Oh nein. Viele Sniper sind. Bleib unten. Er ist immer noch am Leben. Hallo. Ja, geil. Fuck, fuck, fuck. Ich hab nicht Hitler gekillt. Er hat sich selbst gekillt. Kann ich hier durch das Fenster? Ja, kann ich. Hoffentlich war das der echte Adolf. Und nicht eines seiner Doubles. Ja, klar. Das war Robo-Hitler. Ich bin draußen. Wir haben Hitler gekillt. What the fuck? Das war's einfach. Okay. Ja, auch kein Ende oder so. Kommt noch eine Cutscene oder so. Yeah, wir haben Hitler gekillt. Nein, das war's. Ich hab Hitler, während er gehen wollte, weggesniped. Hab noch irgendwelche Module zerstört und bin rausgegangen. Damit ist das Deutsche Reich beseitigt. Okay, Leute. Das ändert jetzt nichts mehr an mein Fazit von Sniper Elite 4. Wenn ihr das gerne hören wollt, geht auf das letzte Story-Video von Sniper Elite 4. Da werdet ihr das dann sehen. Aber wie gesagt, das DLC ist jetzt auch keine Großartigkeit. Gut, ich hoffe, euch hat es gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein. Ciao, ciao.